Felix? Felix, bist du da? Felix? Was habe ich erwartet? Dass er hier sitzt und auf mich wartet. Nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich keine Chance mehr für unsere Liebe sehe. Weißt du, was ich zu gerne wüsste? Was die Zwick der Reisegruppe erzählt hat. Als wir durch das Fenster abgehauen sind. Ja, und die ganze Truppe vor dem zerwühlten Bett stand. Was hältst du davon, wenn wir uns als Ausstellungsstücke anbieten? Dann könnten wir jede Nacht in diesem herrlich romantischen Ambiente logieren. Prinzessin, das käme mir sehr entgegen. Trotzdem hoffe ich, dass du einen Onkel Robert und Robert wie mich immer noch liebst. Ja, nicht wirklich. Das Neue hat so lange Lieferzeit. Aber es ist zumindest nicht mehr das Alte. Ist der Wahnsinn. Sag schon, wie gefällt's dir? Ich liebe es. Genauso wie dich. Er ist jetzt sicher bei Rosalie und kümmert sich um sie. Wie schön das Licht sich drin bricht. Der funkelt fast genauso schön wie deine Augen. Woher hast du gewusst, dass ich einen neuen Schlüsselanhänger brauche? Meiner ist gerade kaputt gegangen. Ja. Danke. Aus und vorbei. Einfach so. Dabei hat es noch nicht mal richtig angefangen. Wie kann Emma nur so rigoros sein? Um sich selbst zu schützen vielleicht. Ich hätte die Entscheidung, Rosalie zu heiraten, nicht treffen dürfen, ohne vorher mit Emma zu sprechen. Sie hat ja recht, wie soll das alles weitergehen? Aber ich bin mir sicher, wir bekämen das irgendwie in den Griff. Weißt du, Emma bräuchte nur mit dem Finger zu schnipsen und ich würde sie sofort wieder in meine Arme schließen. Aber sie will nicht mal mehr mit mir reden. Es tut mir wirklich leid. Wenn ich nur wüsste, was ich machen soll. So, pass auf. Bin mir sicher, der bringt uns auf eine rettende Idee. Hm? Zum Wohl. Auf die Liebe. Die Liebe kann nichts dafür. Wer weiß, vielleicht sieht morgen schon alles wieder ganz anders aus. Schließlich geht die Liebe manchmal die seltsamsten Wege. Hm? Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ich will Emma nicht verlieren. Sie ist die Liebe meines Lebens.
Warum habe ich immer noch keine Kraft, den Bogen richtig zu spannen? Morgen! Störig? Gut erkannt. Soll ich mich vor die Scheibe stellen? Was? Dann fällt es dir bestimmt leichter zu zielen und du triffst garantiert. Ich habe keineswegs vor, den Bogen zu überspannen. Verdammt! Habe ich Sie verletzt? Oh Gott, zeigen Sie mal her. Lass den Quatsch! Komm! Wenn ich dir dabei helfen kann, bin ich sogar bereit, mein Leben zu opfern. Darüber macht man keine Witze. Jemand zu Hause? Hier. Weißt du, wo Emma ist? Nein. Langsam mache ich mir Sorgen um sie. Ich kann sie nirgends finden und ans Telefon geht sie auch nicht ran. Hast du mit ihr gesprochen? Ja, gestern Nachmittag. Naja, sie taucht bestimmt wieder auf. Was hältst du denn von Scarlett, hm? Wovon sprichst du? Von unserem Kind. Schau, bisher haben wir doch nur einen Namen für einen Jungen. Johann. Freundin, wir sind nicht verheiratet. Ich wollte nicht. Auch ein Fehler. Ich bin zwar der Vater des Kindes, aber ich habe keinerlei Recht, nichts zu sagen. Möchte sie nicht, dass sie das Kind sehen? Oh, es ist nicht so, dass sie aktiv was dagegen tut, aber sie tut auch nichts dafür. Die Tatsache, dass die beiden in den USA leben, macht es nicht einfacher. Als Amerikanerin hat sie nach unserer Trennung darauf bestanden, in ihre Heimat zurückzukehren. Machen Sie nicht denselben Fehler wie ich. Denken Sie daran. Sonst sind Sie für Ihr Kind nichts weiter als ein Fremder, der am Ende des Monats Geld überweist. Felix, hörst du mir zu? Ich dachte, wenn es ein Mädchen wird, dann soll sie Johanna heißen. Ja, als Zweitname, aber davor brauchen wir doch etwas Schickes. Hm? Also, was hältst du von Scarlett? Uns wird schon was einfallen. Ja, war nur ein Vorschlag. Wir müssen später drüber reden, ich habe einen Termin. Du hättest mich niemals angeschossen. Klar, wenn meine Schulter in Ordnung gewesen wäre. Dann wäre ich jetzt hin. Ach, wohin wolltest du noch dein Leben für mich geben? Das sollten wir mal richtig ausdiskutieren. Darf ich dich auf eine Tasse Tee einladen? Warum nicht? Vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee. Na endlich, ich warte mit dem Frühstück auf dich. Danke fürs Tragen. Gerne, jederzeit wieder. Aber die Tasse Tee holen wir nach. Und die Diskussion auch versprochen. Herr Seifeld ist in seinem Büro, die Show kann losgehen. Ich muss mich noch umziehen. Beeil dich. Sag mal, läuft da was zwischen euch beiden? Quatsch.